Was geht ab? Warte wieder am Start. Willkommen zum neuesten Video. Arriba. Freunde, ich bin richtig aufgeregt, denn als Pokémon-Liebhaber habe ich hier in meinen Händen, wie du Titelbeschreibung oder Titelbild schon gesehen hast, die nächste Pokémon-Generation. Pokémon Karmesin, aka Scarlet. Ja, Freunde, ich habe mich für diese Edition auserwählt, sage ich mal. Ja, ich kann mich selber auswählen. Und ja, ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Es ist ja immer so ein Kampf, welche Version nimmst du oder holst du direkt beides, da ich jetzt nicht so viel Vermögen habe, dass ich mir direkt beides leisten kann. Ja, Pfandflaschen haben nicht gereicht. Habe ich mir Karmesin oder Scarlet, hört sich besser an, auserwählt, ja. Ich muss sagen, Purpur ist auch nicht schlecht, ja, aber ich wollte eher die, sagen wir, nicht die Future-Pokémon, eher die Vergangenheits- ja, Pokémon, so kann man so sagen, Gegenwart nicht, Vergangenheits-Pokémon. Fühle ich irgendwie ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung. Obwohl, das Legendary Purpur-Pokémon sieht schon geiler aus, so, wenn er es fährt und so weiter. Aber trotzdem, ich wollte mich nicht lumpen lassen. Rot ist meine Lieblingsfarbe, direkt deswegen rot auserwählt. Sage ich so, wie es ist. Ja, Freunde, ich habe es endlich in meinen Händen. Ich bin glücklich und bin gespannt, welches Abenteuer wir hier erleben werden. Ich habe mich nicht so viel spoilern lassen. Klar, ein bisschen Pokémon, so weiß ich Bescheid. Ne? Ich weiß aber immer noch nicht, welche Starter ich nehmen soll. Welchen Starter hast du auserwählt, ja? Und welche Edition hast du auserwählt? Könntest du das bitte in den Kommentaren hinterlassen? Lass mal kurz ein bisschen daddeln. Würde mich darüber freuen, ja? Vielen Dank dafür. Butterfly für Arme, etze Schnippe, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, packen wir es aus. Nebenbei frage ich euch mal noch eine Meinung. So, meine Überlegung war natürlich dieses Mal kein Feuerstarter zu nehmen, sondern diesen Ente, also Quax, glaube ich, hieß der? Ja, Quax, ja. Und nicht Krokel, ja. Keine Ahnung, weil, ja, guck mal, ich sag dir so, wie es ist, die Endentwicklung vom Feuerstarter ist nicht so meins. Obwohl auf dem Wasser nicht so nice ist, aber es ist ein Wasserkampf-Pokémon. Und der Endentwicklung vom Feuer ist ein Feuer-Ghost-Pokémon, ja? Und das ist jetzt, ja, wegen Arceus war ja auch Tornopto Feuer-Geist und ich finde schon wieder dasselbe. Und dachte mir so, weil es gibt ja noch ein Pokémon, Feuer-Pokémon, der so ein bisschen Pseudo-Legendary aussieht, ne, mit den Kampfrüstung, gelbene. Ihr wisst, welchen ich meine, ich weiß den Namen nicht. Ja, der ist auch ein Feuer-Pokémon. Dann zwei Feuer-Pokémon im Team zu haben, ist auch nicht das Geile. Deswegen ein bisschen mal Abwechslung und dachte mir so mal, heute vielleicht, also ist es noch 75 zu 25, ob ich mir diesmal Wasser-Pokémon nehme. Mein Kopf tut weh, tut mir leid. Ich musste kurz das mal euch übermitteln, wie ich gerade am Brudeln bin im Kopf. Naja, auf jeden Fall, so sieht es aus, ja. Sehr schön gehalten. Ah, okay, nichts Besonderes eigentlich. Ja, haben wir hier noch eine, ist das Bedienungsanleitung? Tatsache, so. Kleine. Oh ne, was ist das denn? Ist das ein Code? Achso, man kann. Ah, okay. Geil. Hier, Freunde, kannst du so abchecken. Man kann ja auch ein Pikachu bekommen bis zum 28. Februar, richtig? Genau. Kannst ein Pikachu mit Terraform oder so? Keine Ahnung, gibt es ja auch neue Formen. Ne? Dynamaximieren gibt es nicht mehr. Jetzt sind so Terraformen, glaube ich. Und das ist ein Pikachu mit Typ Flug. Terraform oder wie auch immer das heißt. Sehr interessant. Ja, ansonsten gibt es noch zwei, drei andere Bonis, die du bekommen kannst. Sehr interessant, bin mal gespannt. Aber ansonsten ist da nichts weiteres. So sieht es aus. Und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich darüber freuen, was du davon hältst. Und ja, das war ein kurzes, knackiges Video. Dachte ich mir, komm, ich zeige euch das mal. Kuss und schreibt deine Meinung bitte in die Kommentare, was du davon hältst.